Ich finde es so toll, dass Lee kommen konnte nach all dieser Rumreiserei in den letzten Monaten in Thailand. Ach, er weiß es am besten, wo er überall war. Lee, nach all diesen vielen Interviews und Konzerten, hast du nicht manchmal die Nase voll von all dem? Und hast du manchmal überhaupt noch Zeit für dich ganz allein? Ich finde schon Zeit für mich, obwohl ich manchmal die Nase voll habe vom vielen Rumreisen. Ich bin einfach erschöpft, wenn man jede Nacht in einem anderen Hotel schläft. Einpacken, auspacken, das macht einen ziemlich fertig. Aber aufzutreten und die Fans zu treffen, ist großartig und das Beste von allem. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, so besonders aufregende, schöne Situationen mit einem Freund, einer Freundin oder auch ganz peinliche Situationen. Das interessiert mich jetzt von dir, Lee. Gibt es sowas, so eine ganz besonders schöne Situation, die du mal erlebt hast mit deiner Partnerin oder was ganz Peinliches? Es gab da einen ganz besonderen Moment. Als ich jünger war, war ich ziemlich schüchtern, wenn es darum ging, Mädchen anzusprechen oder mit ihnen auszugehen. Ich hatte zwar Freundinnen, denen habe aber immer ich zuerst gefallen und deshalb haben die mich angesprochen. Ich war dann auch noch zu feige und ängstlich, einfach Nein zu sagen, was mich immer wieder in solche Situationen gebracht hat. Doch dann war es das erste Mal, dass ich ein Mädchen mochte. Ich ging abends aus, zufällig war sie auch da. Mit ein bisschen Bier habe ich mir Mut angetrunken, bis ich schließlich gefühlt habe, ich werde es tun, ich werde es tun. Ich ging auf sie zu und es schoss wie ein Wasserfall aus meinem Mund. Hi, ich würde wirklich gerne mal mit dir weggehen, denn ich finde dich wirklich süß. Ich bin zwar ein bisschen angetrunken, aber mir liegt sehr viel an dir. Eigentlich bin ich das hier, aber ich bin gerade so aufgeregt. Sie war total überrascht, sah mich an und sagte, ich glaube, ich muss darüber nachdenken. Ich sagte okay und ging weg. Doch sie kam mir hinterher und sagte, dass sie gerne mit mir ausgehen würde. Wir waren dann 2 Jahre zusammen. Es war meine erste große Liebe und etwas ganz Besonderes. Es gibt immer wieder Leute hier im Sextalk, die haben plötzlich vergessen, wie der allererste Kuss war. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, sowas kommt vor. Daniel, wie war es bei dir? Also ich war 12 Jahre alt und mein Mädchen war 3 Jahre älter wie ich. Und wir waren am See gelegen und ich sollte ihr den Rücken eincremen. Und ich war wahnsinnig in sie verliebt und das wusste sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich ihr den Rücken eingecremt. Und als ich dann fertig war, hat sie sich umgedreht und ich habe ihr dann gesagt, dass ich in sie verknallt bin. Und daraufhin hat sie mir dann einen Kuss gegeben. Boah, ganz schön mutig von dir auch, ne? Robert, wie war denn dein erster Kuss? Ja, also mein erster Kuss, der war mit 9. Und mit 9? Ja, mit 9. Ich habe halt eine Freundin gehabt, die war 13, glaube ich, war sie. Und also sie war total verliebt in mich, ich war total verliebt in sie halt. Und dann da waren wir bei ihr im Zimmer und ich habe noch gar nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll und so. Und dann kam sie halt immer näher und dann ist es halt passiert und es war eigentlich total schön. Das Gefühl im Bauch und so, das war total schön. Boah, du warst ja noch total jung, ne, mit 9 Jahren. Ja. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch in Lee verliebt sind und ich kann es auch verstehen. Charo ist auch eine davon. Charo, was gefällt dir jetzt an Lee so ganz besonders? Naja, das Aussehen spielt eigentlich für mich keine Rolle, aber der sieht halt wirklich super aus und hat auch Humor. Und sein Lächeln gefällt mir auch sehr gut. Könntest du dir vorstellen, so müsste mein Freund sein? Ja, wäre nicht schlecht. Aber solche Typen gibt es eben nicht so viel. Nee, gibt es nicht so viel. Lee, ich habe eine sehr intime Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, eine Beziehung oder auch eine sexuelle Beziehung mit einem Fan zu haben? Ja, sicher. Manche sagen, Fans sind wie eine gesichtslose Masse und man wirft alle in einen Topf. Aber jeder Fan ist ein Individuum. Und wie könnte ich heute sagen, dass ich mich nicht in eine von ihnen verlieben könnte? Jede ist anders. Natürlich kann es passieren. Yeah, of course it's possible, yeah. Also, es gibt noch Hoffnung. Tschüss.